Wie gestern schon angekündigt, schauen wir uns heute Volume 4 an von KNB, bevor morgen dann Volume 5 drin ist, was ja auch das letzte Volume der ersten Staffel ist. Irgendwie krass, dass wir die erste Staffel schon haben, aber ja, wenn natürlich jeden Monat ein Volume rauskommt, geht das natürlich ratzfatz. Ich meine, 5 Monate, zack, hat man das nicht mal ein halbes Jahr. So, ich trenne jetzt schon mal die Episodentitel ab. Dann haben wir die hier schon mal. Folgen 16 bis 20. Und dann haben wir hier unseren Zettel. Ich liebe KNB einfach so, so sehr. Natürlich wieder mit deutscher und japanischer Synchro. Das Ganze geht 121 Minuten lang. Und wir bekommen Outtakes mal wieder anscheinend. Ja. Aber gut, dann haben wir hier unseren Zettel. Und dann machen wir es, ja, ganz, ganz schnell wieder. Ich muss übrigens mal anmerken, dass ich die Cover von Staffel 2 alle wunderschön finde. Aber ich finde, die Farbe passt nicht dazu, dieses Rot. Und das Gelb von Staffel 3, ja. Ich mag Gelb nicht. Aber ja, ich finde auch, das Rot bei Staffel 2 passt nicht so sehr. Aber gut, das ist natürlich meine Meinung. So, da haben wir es nochmal wunderschön glänzend. Auch wenn ich Aomine nicht mag. Aber gut. So, da fällt mir schon die Acrylfigur entgegen. Gucken wir mal. Ich habe hier wieder einiges an Papierkram. Wieder die Animoon-Werbung. Und wie immer unser, ja, Zettel von Staffel 2 und 3. Und nochmal eine Übersicht zum Release. Aber ja. So, dann mache ich mal unsere Panini-Sammelkarten auf. Wieder natürlich ganz vorsichtig, weil ich diese Verpackung einfach so schön finde. Aber das gelingt mir nicht immer. Aber eigentlich reicht es ja auch, wenn man ein Tütchen ganz hat. Ja, okay, dieses Mal ist es mir nicht so gut gelungen. Vielleicht kriege ich es noch hin. Ja. Ja, einigermaßen hat das geklappt. So. Und dann haben wir dieses Mal, wie könnte es anders sein? Midorima, den ich auch nicht mag. Überraschung. Und unseren Teppei, den ich natürlich mag. Wie könnte es anders sein? Ich will mich auch immer so ein bisschen überraschen lassen, welche Sammelkarten dann dabei sind. Das ist ja auch so der Sinn von so einem Booster Pack. Aber ja, manchmal sieht man das leider schon auf ein paar Bildern. Aber gut. So. Dann schnell die Acrylfigur zusammengesteckt. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so die typischen klassischen Pappaufsteller vermisst. Ich meine, bei Arifureta sind sie ja noch dabei. Aber ich glaube, Acrylfiguren sind schon nice, oder? Ich habe die auch alle auf einem Regalbrett nebeneinander stehen. Also, ja, die machen schon was her. Also muss man echt sagen. Finde ich echt cool, dass Animoon die bekommen hat. Lassen wir uns mal überraschen bei weiteren Releases. So, dann, ja, wird es leider nicht viel zu zeigen geben. Unsere Scheibe wie immer im Basketballformat Artwork. Und dieses Mal haben wir dieses Motiv dabei. Also, ja, die beiden, ne? Also, ich werde natürlich hier nicht spoilern, aber wenn die dann eine gewisse Sache machen, ne? Manche Leute wissen es schon, was ich meine. Dann,
Dann geht's ab, ne? Ihr wisst, ne? Aber ja. Gut, dann sind wir hier fertig mit Volume 4. Morgen, ganz, ganz gemein, schauen wir uns Volume 5 an. Aber erst morgen, noch nicht heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, oder? Macht's gut, bis dahin, bis morgen.